die Einführung der Glasfaser in das Gebäude. Wenn die Glasfaser direkt am Haus liegt, muss sie natürlich auch irgendwie ins Haus. Und für diese Hauseinführung muss ein kleines Loch in die Gebäudewand gebohrt werden. Wenn du nicht möchtest, dass später ein Kabelzugang an deiner Hauswand zu sehen ist, dann kann dieser Zugang auch unterirdisch, zum Beispiel im Keller gelegt werden. Wo die Bohrung genau erfolgt, bespricht der beauftragte Tiefbauer mit dir. Ja, und sobald die Glasfaser ins Haus verlegt wurde, werden natürlich alle Löcher, von innen und von außen, absolut gas- und wasserdicht versiegelt. Und da, wo das Glasfaserkabel ins Hausinnere tritt, wird in unmittelbarer Nähe der Hausübergabepunkt, auch HÜB genannt, montiert. Wie der Name schon sagt, übergibt der HÜB später das Glasfasersignal an die im Gebäude installierten Komponenten. Wie Vodafone mit euch die Installation im Haus plant und vorbereitet, das erkläre ich im nächsten Clip.